Ja. Guckt, was ich geschaffen habe. Ich habe kurz Pause gemacht, Freunde, und dann habe ich das gebaut. Ja gut, okay, nicht ganz. Aber ich, trotzdem kann man halt schon mit Fug und Recht behaupten, ich habe noch nichts gemacht. Ich habe wirklich noch gar nichts gemacht. Freunde, aber das erstmal wollen wir heute ändern. Erstmal willkommen zum Train Yard Builder hier auf dem PC. Später auch für die Konsolen. Von daher die Icons oben mit den Konsolen versehen. Und wir werden uns heute mal in einem doch relativ kurzen, knackigen Video mal angucken, was können wir uns eigentlich hier kaufen. Denn ich will mit euch mal anfangen zu gucken, wie bauen wir denn überhaupt hier. Und dafür gehen wir mal hier in unseren Keller. Und ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Müssen wir nicht unbedingt benutzen, können wir trotzdem mal so ein bisschen machen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in unser... Ach, Fotomodus gibt es auch. Ach, geil. Okay, können wir uns gleich mal angucken. Wir gehen erst einmal unser Tablet öffnen. Ach nee, das war nicht unser Tablet. Hier, wir gehen mal zu Shop und hier haben wir die ganzen Züge. Wir haben knapp 10.000 Credits, ich nenne es einfach mal Credits oder Dollar, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das sind die ganzen Waggons. Also, leisten könnten wir uns das. Wir wollen aber hier zu Strecken gehen. So sieht das hier quasi aus. Die können wir uns hier alle kaufen. Das ist richtig, richtig viel. Kleinere Brücken können wir uns auch gerne mal jetzt hier holen. Komm, wir holen uns mal einfach mal irgendwie was, eine gemütliche Brücke. Das ist ein kleiner Fluss, das kann eine gemütliche Brücke sein. Ich will einfach mit euch mal gemeinsam hier basteln. Also guck mal, ihr seht ja, die Preise, die sind sehr human. Dekoration auch sehr human, teilweise 1 Dollar, 4 Dollar. Also ganz easy peasy. Ein paar Gebäude haben wir, ein paar müssen wir noch freischalten. Und die sind auch, also das ist schon mal cool, ihr verdient euer Geld und ihr könnt damit schon relativ schnell etwas bauen. Wir können ja mal hier den Eisenbahndamm hier nehmen. Davon holen wir einfach mal 2 ab in den Warenkorb. Dann brauchen wir hier so eine kleine Brücke irgendwie. Eisenbahndamm für Eisenbahnbrücke, okay. Jetzt brauchen wir noch eine Brücke, Eisenbahnbrücke. Eisenbahnbrücke, wenn ich müssen wir die hier nehmen, aber sowas Holzartiges wäre irgendwie schön. Eisenbahnbrücke Segment. Irgendwas Holzartiges. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Auswahl hier, obwohl wir sind jetzt hier gleich durch. Gut, wir sind schon durch. Dann holen wir die mit der Metallkonstruktion. Nämlich, welche war das hier gewesen? Obwohl es auch hier so ein bisschen Haus ist, wa? Komm, wir holen auch mal 2 davon. So, und dann gehen wir, wo ist unser Warenkorb? Gibt es keinen direkten Warenkorb? Nee, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal hier rauf und kaufen noch die 2 hier. Gut. So, jetzt können wir hier raufgehen, wa? Und jetzt können wir hier unsere... So, mal gucken, wie war das jetzt hier gewesen? Nee, Kamera drehen. Achso, einfach hier raufklicken. Okay. Ach, warte mal, die kaufe ich... Ah, guck mal hier. Jetzt habe ich es. 2-mal. Und hier, ich dachte, das kommt einfach in den Warenkorb und dann haben wir eine Endbestellung. Ja, welche Brücke nehmen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht, die geht aber rauf. Wir holen sie trotzdem mal. So, jetzt können wir. Genau, da sind sie auch schon. Jetzt nehmen wir uns die hier mal. So. Das sieht er ja hier, wir können auch einfach uns, können wir auch irgendwie hier drehen. Okay, das wollte ich jetzt so nicht, aber ist auch egal. Bewegen. Kamera drehen. Ah, okay. So. Oh, so schön. Entfernen, Objekt verschieben. Gedrückt halten. Wie gesagt, ich will es mal so ganz provisorisch machen. Jetzt nehmen wir uns mal die hier. Ah! Die geht so rauf. Aber können wir trotzdem machen. Machen wir mal so hier. Und die können wir mal hier entfernen. Ah! Wir kriegen ja schon irgendwie hin. Er bewegt sich immer so doof mit, muss ich sagen. Achso, mit den rechten, okay. So. Die ist aber so leicht versetzt.
So. Kann jetzt darauf theoretisch gesehen im Zug fahren? Sieht so aus, wa? Gut. Ich sag, ich will einfach mal ein bisschen üben. Dann nehmen wir uns mal den hier. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir holen uns noch mal ein paar Sachen. Und holen uns noch mal jetzt diese Brücke, die ich da gesehen hatte. Nämlich dir. Holen wir uns gleich mal zwei. Davon was. Ein paar Kurven brauchen wir noch. Wie gesagt, einfach nur mal ein bisschen üben. Ich wiederhole mich zwar jetzt andauernd, aber ich will einfach nur ein bisschen üben. So. Jetzt nehmen wir uns mal das hier. Nee, gut, dann machen wir mal andersrum. Nehmen wir uns jetzt mal den hier. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Einmal hier. Hier. Nehmen wir uns jetzt mal so eine schöne Brücke, die einfach mal viel zu groß ist. Was kann man noch nehmen? Können wir denn hier irgendwie das oberhalb so basteln? Nee. Okay, dann brauchen wir nochmal hier einen Shop. Also hier ist eine kurze Brücke, Eisenbahnbrücke. Wir probieren das hier einfach mal aus. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und so. So, ist jetzt nicht perfekt, aber du, immerhin. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Haben wir denn ja eigentlich Züge? Haben wir nicht. Holen wir uns mal welche. So eine richtig schöne Lok, wenn sie haben. So ein dampfbetriebene. Hier, guck mal. Auf jeden Fall nach Auspacken des Pakets. Ach, da haben wir Pakete richtig bekommen. Okidoki. Was haben wir noch hier? Ha! Oh, ist das schön. Achso, alles auspacken. Mach einfach alles auspacken. Gut. Kann ich jetzt nicht einfach so hinlegen irgendwo? Da fehlt wahrscheinlich die gerade Strecke, wa? Okay, gut. Dann machen wir es mal ganz anders. Wir gehen mal hier rauf. Sag, man muss halt auch ein bisschen Ruhe bewahren dabei. Hier, guck mal. Wir nehmen uns mal den hier. Breite, weiche. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Wir nehmen uns einfach mal den hier. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier auf den raufgehen. Den entfernen. Da müssen wir mal gucken, funktioniert der denn hier? Oh. Schade, leider nicht. Okay, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Ich will ja eine Strecke mal basteln. So, okay. Und dann holen wir uns noch so ein kleines Stücken an Gleisen. Die waren hier irgendwo gewesen. Kurze gerade Schenkel. Irgendwo eine kurze gerade. Was? Ich habe noch irgendwas mal was gesehen. Egal. Müsste ja hoffentlich reichen. So, sehr schön. Kriegen wir jetzt übrigens unsere Eisenbahn hier rein. Ja! Und hier.
Okay, gut. Die Kuh gerade ist zu kurz. Jetzt gucken wir mal hier. Das können wir hier raufdrücken, wa? So. Jetzt können wir einfach mal die Geschwindigkeit. Fährst du auch? So, warum fährst du jetzt hier nicht? Ah, anschalten. Okay. Kann ich auch wieder rückwärts fahren eigentlich? Pack den mal hier hin. So und anschalten. Yeah! Also hier auf Anschalt und den könnten wir ja auch, wenn ein bisschen Platz ist. Ah, nee. So einfach ist es dann doch nicht. Gut, aber ey du, immerhin, wir können. Oh, wird aber jetzt zerstört. Kann die entgleisen eigentlich? Ja, ach so, nee, die fährt. Zurücksetzen. So, und dann können wir nämlich hier die hier einstellen. Guck mal, hier die Weichen. Wir zoomen mal hier ein bisschen rein. Vielleicht sieht man das ja einigermaßen. So, dann können wir die hier anwählen. So, und einmal hier nach rechts machen. Stellt sich, glaube ich, an den Weichen jetzt nichts um. Aber egal. So, und dann können wir jetzt den Zug sagen, hey, fahren wir eine Runde hier. Sehr schön. So, es fährt er jetzt so, voilà, gemütlich vor sich her. Ich weiß doch gar nicht, wozu ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Ah, da kann man mehrere Sachen auswählen. Okay. Guck mal, der tuckert jetzt so schön umher und wir könnten zum Beispiel jetzt auch währenddessen wahrscheinlich was bauen. Können wir zum Beispiel sagen, okay, gehen wir hier zum Tablet, gehen wir zum Shop, holen wir mal in Sachen Gebäude ein bisschen was. Zum Beispiel. Ditte hier, ditte hier, ditte hier, ditte hier. Anfahrt zur Straßenbrücke auch nicht schlecht. Oh, viele kleine süße Sachen. Das ist ja toll. Bowlingbahn. Busbahnhof. Haben wir eigentlich auch normalen Bahnhof? Einkaufszentrum. Aber kein Bahnhof an sich, oder was? Kirche. Boah, hier sind so viele Sachen, ist ja krass. Bahnhof. Können wir auch eingeben hier? So, und dann würde ich eigentlich hier das hier haben. Okay, warte mal. So, und dann was denn war den? Der muss ja irgendwie hier gehen, wa? Achso, da muss ich den hier irgendwie. Nee, er kann frei stehen. Keine Ahnung. Vielleicht muss er ihn irgendwie verbinden oder so. Ja, ansonsten haben wir natürlich jetzt hier noch die Möglichkeit, eine Kirche zu bauen. Sofern er natürlich hier reinpasst. Putzt er wahrscheinlich nicht.
So, wie gesagt, könnt ihr mit Straßen alles bestücken, wir können ein Bowlingcenter hier machen, das passt aber auch nicht rein. So. Wie gesagt, sieht überhaupt nicht professionell aus, aber wir haben auf alle Fälle schon mal das Grundprinzip so ein bisschen erlernt. Also, die Frage ist ja so am Anfang geklärt, was ich mich auch gefragt habe, wie sieht es mit dem Geld aus? Wir verdienen ja Geld natürlich hier mit Jobs, das kann ich euch mal zeigen, Jan Tabs, das hat man in der letzten Folge so ein bisschen gehabt. Der bekommt die E-Mails und der kriegt ja verschiedenste Aufgaben von Frau Monika Lewandowska, Hilfe benötigt zum Beispiel. Ich würde gerne mein Kind zum Beispiel Modelleisenbahn wieder aufleben lassen, aber meine Augen sind nicht mehr so scharf wie früher, deshalb brauche ich Hilfe, einen tatkräftigen jungen Menschen. Könntest du helfen, ein paar Modelle zu bemalen, die ganzen Sachen. Und damit könnt ihr Geld verdienen und dann können wir uns eigentlich mit gut verdientem Geld können wir uns auch wirklich schnell hier ein paar schöne Sachen zusammenbasteln. Also, wie gesagt, man muss da erstmal reinfummeln und was Schönes basteln. Müsste mal gucken, wie er natürlich damit anfangen, ob er erstmal eine Stadt baut und dann eine Bahn, das könnten wir auch mal probieren. Aber alles mit der Zeit. So, ganz kurz mal. Wir gehen mal hier zum Maltisch. Die hat nämlich hier uns diesen Tender übergeben. Und der Tender soll jetzt hier die Farben besitzen. Da gehen wir einfach hier rauf. So. 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 Dann gehen wir hier rauf. Hier rauf. Dafür kriegen wir dann so ein bisschen Geld. Dann auch hier. Und dann gehen wir auf Modell ändern. Den haben wir jetzt bemalt. Und haben wir zwei davon. Wie gesagt, ist ja mal Geschmackssache. Ich verstehe jetzt die Farbkombination nicht und wie sieht das ein bisschen merkwürdig aus, aber wir sind noch gar nicht fertig. Ja, sehr schön. Haben wir gewonnen. Ja, also farblich ist es auch nicht so schön. Aber Freunde, das war's gewesen. Eine kurze, knackige Folge. Denkt daran, ich versuche es heute mal wieder wahrzumachen. Heute ist quasi so ein bisschen Bahnsimulationstag. Guckt gerne vorbei, TSW. Vielleicht irgendein schöner Bahnsimulator. Die alle sind so ein bisschen dabei. Freunde, das war's gewesen. Wir haben es geschafft. Unsere Lok ist endlich mal gefahren, wie gesagt. Wir können ja mal gerne gucken. Ich finde es eigentlich auf alle Fälle sehr schön gemacht. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Wie gesagt, bei Steam aktuell erhält es, soll aber auch noch später für die Konsolen kommen. Oder ist vielleicht sogar für die Konsolen draußen. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssikowski.